Kunst muss die Fackel der Freiheit hochhalten. Jeder Künstler muss für Freiheit brennen. Und jeder Künstler muss demjenigen, der uns die Freiheit nehmen will, die Fresse polieren. Die Kunst hat diese verdammte Aufgabe. Die muss auch kritisch sein. Die muss auch darauf hinweisen. Ne? Also ich denke, Kunst hat diese Aufgabe. Das darf keine Dekoration sein im Sinne der Tradition. Tauchten dann so große Figuren auf, wie Gerhard Richter beispielsweise. Oder Andy Warhol. Oder Roy Lichtenstein. Also wenn man jetzt mal überlegt, wieso die Welt hier ausschaut da draußen, schau dir den Donald Trump an, schau dir den Putin an, schau dir den Erdogan an, schau dann nach Ungarn oder jetzt gerade die herrliche Geschichte da mit dem österreichischen Vizekanzler. Alles das gleiche Kaliber, alles verlorene Gestalten, aber die sind alle irgendwo in ihrer Übertreibung und ihrem Egoismus brandgefährlich. Und so war ich letztendlich auch gefährlich. War ja im Knast. Jetzt meinst du, wie hart das da ist, ne? Herzlos, weil du umgeben bist von Feinden. Ich habe mit einem Mörder jeden Tag Sport gemacht. Der hat mich mit seinen kalten Augen angeschaut und ich habe dem versucht, eine Brücke zu bauen. Ich habe gesagt, erzähl doch mal. Ich habe nichts gemacht, war dann seine Argumentation. Und er war der Mörder. Er hat eine Frau mit 60 Messerstichen ermordet. Ich möchte in den Himmel, ich möchte nicht mehr holländisch morden, weil ich Herrn Albrecht das Geld zu viel abgenommen habe. Versteht ihr? Ich möchte in den Himmel, wenn es den gibt. Hey, auf dem Hof ist ja Kultur ohne Grenzen, Culture Without Borders, in dem Dialog mit Künstlern aus unserer Region, aber auch aus jetzt ein japanischer Künstler gerade angekommen, syrischer Flüchtling da, die litauische Künstlerin, der Afrikaner aus von der Elfenbeinküste, der für uns quasi als Bildhauer unterwegs ist und auch Projekte mit initiieren kann. Also zum Beispiel der Bauernhof, den haben wir mit eigener Handarbeit und mit Freunden schön gemacht. Das ist ja wirklich schön geworden. Alles wundervoll, alles schön. Ja, da ist, ist nur die Nummer, okay. Das ist quasi das laufende Werksnummerchen. Wir machen hier in Zukunft Ausstellungen, die von Künstlern aus meinem Verein heraus, Kultur ohne Grenzen, Culture Without Borders,
entstammen oder eben auch Künstler, die wir im Dialog mit unserem Verein arbeiten lassen. Also ich bin ja 52 geboren, habe mein Fachabitur gemacht 69, 70, war natürlich geprägt von dem Kampf der Linken gegen die Altnazis. Für mich war dann der Beruf des Sozialpädagogen halbwegs unverdächtig. Ich wollte nicht in das Establishment zurück, was ja sozusagen dich bei den Juristen erwischt hätte oder bei der Medizin zum Beispiel auch. Das war ja alles sehr immer noch stark geprägt aus dieser Zeit der Nazis. Ich wollte mich auf das nicht einlassen. Also habe ich gesagt, links ist gut. Wurde dann sehr schnell, weil ich ja schon damals scheinbar das Wort ganz gut schwingen konnte, im ersten Semester der Sozialpädagogen zum AStA-Sprecher gewählt in Düsseldorf. Bei uns war das so, dass wir feststellten, bei den Fachbereichen waren die Kunststudenten, wenn sie dann da waren, ungeheuer präsent, intelligent, auch hinterfragend, und ich habe mich mit denen angefreundet. Ja, und irgendwie war es dann auch so, dass mich über die Menschen, die Künstler, plötzlich die Kunst interessierte. Und wir stehen vor der Skulpturengruppe von James Kokubi, Diaspora. Und wenn wir jetzt aus der Geschichte wissen, ist ja die Diaspora eine Versammlung von Vertriebenen, von Menschen, die in der Fremde sich zusammentun. Und wir fanden das eigentlich eine sehr schöne symbolische Arbeit für unser Projekt, weil wir ja Menschen, Künstlern die Möglichkeit geben, dass sie in einer Art Diaspora bei uns zu Hause sein können. Als dann irgendwann mal einer der Studenten zu mir, Kunststudenten, sagt, sag mal, Helge, hast du nicht Lust, ein bisschen was für uns zu tun? Du kannst da eigentlich ganz gut erzählen. Wir brauchen jemanden, der so unsere Bilder erklärt und verkauft. Habe ich gesagt, ja, vielleicht können wir ja mal irgendwo eine Ausstellung machen. Und dann war der Zufall, dass ich in einer Buchhandlung in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs arbeitete als Student und Bücher ausfuhr, immer mittwochs. Und da gab es einen tollen Raum, der war voller Bücher, aber der war eigentlich viel zu groß für die Bücher. Und dann habe ich dieser Inhaberin gesagt, ich würde wahnsinnig gerne hier Bilder ausstellen. Könnte ich hier eine Galerie machen? Und plötzlich hatte ich eine Galerie, Räume und konnte Kunst ausstellen. Die Kunst, die wir ausgestellt haben, gehört ja Künstlern. Und die Künstler wollten ja auch gerne ein bisschen Geld haben, weil wir brauchen ja leider alle das Geld, um zu überleben. Und es war so existenzialistisch. Es ging wirklich damit los, dass man sagte, man hat hier einen jungen Künstler. Ein Bild kostete 2000 Mark. Damit konnten wir dann wieder fast einen Monat leben. Kunst war so ein Türöffner. Man verkaufte eben nicht irgendwie Waschmaschinen oder Schuhe oder irgendwas, sondern man verkaufte Kunst. Das Thema Kunst war eben was ganz Besonderes. Der Mensch, der das kaufte, nahm dieses Werk und brachte es in sein Haus und hängt es hin und war stolz. Das heißt, da war so ein ganz spezieller, sehr persönlicher Prozess, und dieser Prozess hat Spaß gemacht. Wenn wir anfassen, merkst du, dass es ein lebendiges Material ist. Holz. Ist er warm? Ist er anwesend? Er trägt viele Geschichten in sich. Ich werde nie einen jungen Baum, der geschnitten ist, ich werde nie eine Skulptur darauf machen, weil er ist so jung. Er hat nicht so viel Geschichte. Und ich bin nicht stark genug, eine Geschichte zu geben. Das Holz gibt ja die Geschichte. Und wenn man so die Ringe stellt, man sieht, dieses Stück hat viele Schichten schon in sich. Von Generationen, Tieren, Insekten, Menschen. Und sein eigener ist innen drin. Und ich muss vielmals herumlaufen. Wo fange ich an? Was ist meine Geschichte? Was ist seine Geschichte? Wir sind alle irgendwo geboren. Ja, und jeder hat seine Kultur. Und ich bin gekommen auch als, ich kann sagen, nicht als Flüchtlinge oder als, ich bin als Migrant auch. Ich habe mich bewegt, weil andere Kultur mich interessiert hat. Und ich glaube, die Menschen mussten sich bewegen und andere Kultur. So schaffen wir die Toleranz.
Weil solange wir nicht die Geschichte von anderen kennen, wir haben immer Angst. Ich habe Angst vor Deutschen oder Europäern. Die Europäer haben Angst vor Afrikanern oder Syrien, weil wir uns nicht kennen. Austauschen. Und wenn ich deine Geschichte kenne und du meine kennst, dann sagst du, aha, so was, dann sind wir, kommen nah zusammen. Das nennt Mali Exodus, the movement of the people. Da sieht man ja, das ist eine Gruppe der Reisenden. Das ist ja etwas, was wir gerade sehr häufig erleben. Ne? Also wir haben diese Galerie angefangen und das war mühselig. Und irgendwann sagte mir ein befreundeter Künstler, du, ich habe da was gelesen in der Rheinischen Post, die suchen einen Galeristen. Und dann habe ich mich da beworben bei der Galerie und ich bekam den Job. Die Galerie abgegeben, bin rüber, wurde angestellt und werde es nie vergessen. Ich verdiente plötzlich 2500 Mark. Dass ich mich damit wiederum in die Abhängigkeit gestürzt habe, wurde mir erst so ein bisschen später klar. Nämlich als ich dann mal 100 Wasser ausstellen sollte, den ich nicht besonders komisch fand. Interessant als Figur, aber nicht als Künstler, nicht in Düsseldorf. Das war's dann. Ne? Und ich bin dann ausgestiegen nach 2 Jahren und habe gesagt, ich muss mich wieder befreien. Und jetzt kommt so quasi die Zufallssituation eines Lebens. Irgendwann tauchte in dieser Galerie auf ein großer Architekt, der mir dann sagte, Herr Achenbach, wir bauen gerade die Klöcknerwerke in Duisburg. Und wenn Sie wollen, können Sie mit uns mal durch diesen Neubau gehen, da wir brauchen Kunst. Und wusch hatte ich plötzlich einen Umsatz von 600.000 Mark in der Kasse. Und da hatte ich zum ersten Mal Plus auf dem Konto mit einer, ich sag jetzt mal, das waren dann vielleicht so 100.000, 120.000, die da auf dem Konto waren. Und da habe ich gesagt, wow, was ist das denn? Ich habe dann gedacht, also wenn die Klöcknerwerke bei mir dieses mit der Kunst so empfinden, dann würde es ja Sinn machen, wenn ich jetzt mal so gucke, wo wird denn größer gebaut? Und habe mir ein Autotelefon angeschafft. Autotelefon war deswegen so wichtig, weil ich dann in Düsseldorf losfuhr, einmal zum Beispiel Richtung Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Lübeck und so weiter. Und dann bin ich immer in den Städten unterwegs gewesen und habe nach Kränen Ausschau gehalten. Und wenn da irgendwo ein Baukran war, habe ich dieses Bauschild gesehen, habe dann die Nummern aufgeschrieben, habe dann den Architekten angerufen. Und schwupp war ich dann im Gespräch. Waren plötzlich die Türen offen. Und die Künstler haben das gejubelt, fanden es großartig, die waren glücklich. Das führte dann zu einem relativ schnellen Erfolg. So nach 3, 4, 5 Jahren war ich relativ schon, so ich würde sagen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war das ganz spannend. Ich habe unglaublich viel gelernt von den Künstlern, die dann auch natürlich nicht mehr nur die ganz Jungen waren, sondern da tauchten dann so große Figuren auf, wie Gerhard Richter beispielsweise. Aber auch zum Beispiel Markus Lüppertz oder Jörg Immendorf oder Andy Warhol oder Roy Lichtenstein. All diese Künstler tauchten dann auf, weil ich die ansprach und sagte, ich habe ein schönes Projekt. Würdest du Spaß haben mitzumachen? Ne? Und ich habe durch die sehr viel an Verständnis, an auch rein an Sehen lernen bekommen, mitbekommen. Das hat mir sehr viel auch an Inspiration dann gegeben. Ne? Also das sind jetzt Arbeiten von Yahia Alcelo, der seit auch einem halben Jahr bei uns auf dem Hof lebt. Und was wir hier erkennen können, ist, dass er mit Zeitungspapier oder mit Werbeprospektpapier eine Art von Relief schafft und die dann auf Leinwände klebt und dann bemalt. Und dadurch entsteht so eine ganz interessante, ja, Haptik, ne, Struktur,
Und die sind wirklich ganz, ganz schön. Und die haben auch was Eigenständiges, finde ich. Ne? Und er experimentiert natürlich, ist auf der Suche noch nach dem richtigen Weg. Ich glaube, das ist auch, wo du die Spuren sehen kannst. Also hier, das ist ja dann zum Teil, sind es Verkaufsprospekte, Zeitungsgeschichten, könnte man jetzt sozusagen auch nochmal in den Inhalt einsteigen. Das finde ich ganz spannend, das finde ich auch schön. Das finde ich aber besser, das Rechte. Und das gefällt mir ganz gut, das ist so ein kurdisches Dorf. Ich bin Kurde aus Syrien, aus Aleppo in Stadt. Da in Aleppo habe ich Kunst studiert. Und seit 2008 bin ich hier in Deutschland. Auch ich bin geflüchtet wegen meinen Arbeiten, besonders meinen Karikaturen. Ich bin auch Karikaturist, als Karikaturist bin ich bekannt. Dieser Ort habe ich Helga Achenbach kennengelernt. Er hilft mir, ich helfe ihm, wir arbeiten so zusammen. Da gefällt mir hier so ein Bauernhof, der Platz. Jeden Kunstmaler sucht eine eigene Sprache, eigene Material. Ich habe übrigens wie Zeitungen. Erstens habe ich mit Acrylfarbe in einer Farbe gemalt, obersten. Und jetzt versuche ich so zum Beispiel hier die Zeitungen und Werbungszeitungen. Ich benutze die Farben. Ich lasse so. Ja, in Syrien mein Problem mit diesem Regime seit langem. Wegen meinen Karikaturen. Zum Beispiel hier. Erdogan, er hält so eine Brücke. Und die Türkei so passiert, das ist hier Syrien und Welt. Von ganzen Welt durch die Türkei nach Syrien, diese Terroristengruppen gegangen und zurück auch nach alle ganzen. Zum Beispiel die Karikaturen. Die Kurden hier, sie versuchen diese Brücke brochen. Ja, zum Beispiel in Syrien, die Kurden gegen ISIS. Mit weltlicher Hilfe. Sie haben gegen ISIS gekämpft. In der Türkei auch genauso. In Syrien, sie haben versucht, nicht einmal. Ich habe getroffen, mehrmal Schlag ermorden oder so. Fast viermal haben versucht. Ende habe ich meine Familie alle da in Syrien hinter mir gelassen und bin nach Deutschland gekommen. Ich bin 3 Jahre in einem Asylheim gewartet. Ich hatte kein Recht, einen Deutschkurs, Sprachkurs besuchen. Ich hatte kein Recht arbeiten. Nur so warten. 3 Jahre in einem Heim, 3 Kilometer weit von einer Stadt. Ich bin nach Deutschland gekommen, meine Frau war schwanger. Nach 2 Wochen ist so da meine Kinder geboren. Erstmal habe ich ihn gesucht. Gesehen, nach 3, er war 3 Jahre alt. Erstmal. Kunst muss die Fackel der Freiheit hochhalten. Jeder Künstler muss für Freiheit brennen. Und jeder Künstler muss demjenigen, der uns die Freiheit nehmen will, die Fresse polieren. Die Kunst hat diese verdammte Aufgabe. Die muss auch kritisch sein. Die muss auch darauf hinweisen. Ne? Also ich denke, Kunst hat diese Aufgabe. Das darf keine Dekoration sein im Sinne der Tradition. Ich war erfolgshungrig. Und natürlich hat man so, wenn man so ein Aufsteiger ist, mit 26, 27, war ich natürlich trotzdem bescheuert konditioniert, weil ich dachte, so mit 30 möchte ich die erste Million verdient haben. Völlig schwachsinnig eigentlich, diese extrinsische Antriebskraft zu sagen, 1 Million. Hätte ja sagen können, ich möchte die 10 schönsten Kunstwerke haben von Gerhard Richter. So. Und insofern ist vielleicht dieser Bezug zum Geld dann immer wieder da gewesen. Ne? War vielleicht auch so ein bisschen dieser Weg, dass man sich dadurch Freiheit auch erkaufen kann. 1980, 81 schlug dann plötzlich Helmut Horten, der Gründer von Horten, das später dann Kaufhaus wurde, weiß ich nicht, die kennt ihr vielleicht gar nicht mehr, ne? Der und seine Frau hatten sicher ein paar hundert Millionen und die bauten in St. Moritz irgendein Haus,
Und über den Architekten kriegte ich dann den Anruf, ob ich Lust hätte, da mal Kunstberatung zu machen. Dann habe ich die Baustelle, das Haus besucht und dann war dann auch der Herr Horten da und hatte ich dann für 4,25 Millionen damals nach St. Moritz Kunst verkauft. Das war toll, weil das gab mir dann zum ersten Mal so den Schub, vielleicht 1 Million auf dem Konto zu haben. Und dann habe ich mit dieser Million irrsinnig schöne, tolle Gerhard Richters gekauft, die damals vielleicht 20.000, 30.000 kosteten. So richtig tolle Sachen. Ne? Und so fing das dann so ganz langsam an, spannend zu werden. Ne? Und das ist hier Evelina Velkaite, die Malerin aus Litauen. Und das sind abstrakte Erinnerungen an ihre Heimat, an ihre landschaftliche Situation. Man schaut da durch und du siehst im Prinzip da das Meer am Ende und Wolken und Sonne und halt so ein typischer wolkiger Tag irgendwo in der Nähe der Ostsee. Ich bin Künstlerin, ich bin Malerin und Fotografin und Bildhauerin und arbeite seit September 2018 auf der Residenz hier im Karst Kultur ohne Grenzen Verein. Die erste Spur, die der Verein verfolgt, ist eben geflüchteten Künstlern ein neues Zuhause zu geben und sie in ihrer künstlerischen Arbeit zu unterstützen und mit den Künstlern vor Ort zu vernetzen. Die zweite Spur ist, den Dialog zwischen den Kulturen zu pflegen und hier bin ich dann mit dem Projekt Zyklus Litauen. Ich arbeite schon länger an dem Litauen-Projekt, das gerade das Thema hat, die Flucht der Ostpreußen 1945, Ende Januar. Ja, ich bin an der Kurischen Nehrung geboren in Litauen und also ich bin 82 geboren und 45 Januar gehörte dieser Teil von Litauen, kleines Litauen genannt, zu Deutschland. Und die Menschen sind damals über Nacht, haben ihr Hab und Gut und Leben zusammengepackt und sind dann über die einzigen übrig gebliebenen Fluchtweg, nämlich den zugefrorenen Kurischen Haf, an dem ich groß geworden bin persönlich, und geflüchtet. Das hat mich sehr bewegt und ich bin auf der Spurensuche gerade erstmal nach der verlorenen Heimat, die ich langsam jetzt aber wie eine Liebeserklärung in den Arm nehme und die historischen Stellen, angefangen mit Familienporträts von meiner Familie. Die Geflüchteten, die sind nicht freiwillig gegangen. Und ich bin in dem unabhängigen Land, bin ich freiwillig mit 18 Jahren nach Deutschland gegangen, um hier die Malerei zu studieren. Ich kenne das Gefühl der Sehnsucht sehr gut. Und das interessiert mich sehr. Ich würde das nicht mal Arbeit nennen. Das ist einfach ein ganz natürlicher Vorgang von dem, dass mich die Themen des Vereins auch sehr berühren, persönlich berühren. Diese Residenz hat dazu auch sehr viel beigetragen, indem ich in diesem wunderbaren Ort mit dem tollen Blick in die Natur auch schöpfen kann. Und vor allem, dass man dann auch so sein kann, wie man ist. Das ermutigt einen und inspiriert, sich zu öffnen und dadurch auch plötzlich aus dem Ich heraus in das Wir zu gehen und zu merken, dem anderen geht das auch so. Was braucht der andere? Also von Ich auf Wir. Der steht im Raum als Holzskulptur und ich habe den Künstler überzeugen können, dass wir eine Bronze noch daraus machen, aus der ganzen Serie. Und das ist der erste Guss, weil ich glaube, ich das ganz schön fände, wenn man die Diaspora auch mal draußen irgendwo aufstellen kann. Und das Holz ist halt dann doch sensibel.
Also haben wir jetzt mal den ersten Guss geschaffen. War relativ aufwendig, das hat dann noch alles zusammen 9.000 Euro gekostet. Da ist dann die Mehrwertsteuer auch schon wieder drin und so weiter. Also ich glaube, wenn wir das jetzt gut verhandeln, kriegen wir die so um 7.500 bis 8.000 produziert. Und dann ist der Faktor 3. Dann kosten sie demnächst, eine Skulptur kostet 24.000. 8.000 sagen wir die Herstellung, 8.000 kriegt der Künstler und 8.000 kriegt der Verein. Und der Verein kann dann eben mit diesen 8.000 Euro sich wiederum selbst finanzieren. Das ist eigentlich so das Geheimnis dahinter, dass wir sagen, jeder Künstler, der hier mit uns arbeitet, finanziert quasi andere Projekte. Das ist eigentlich ganz schön, ne? Jetzt war ich auch in einem Segment, in einer Phase, wo die Post abging, ne? Also, ich kaufe ein Bild von Gerhard Richter für 500.000. 3 Monate später kauft mir das jemand ab für 600.000. 2 Jahre später wird das für 1,5 Millionen versteigert bei Sotheby's. Du denkst, was bist du für ein Arsch gewesen, dass du das überhaupt für 600.000 verkauft hast. Ne? So, und dieses Getriebensein, dieses Materielle, was da so explodierte überall, das war ein riesiges Problem. Ja, bei Aldi war das ganz simpel. Irgendwann wurden wir eingeladen nach Essen zu einem Abendessen, wo auch die Familie Albrecht, diese Familie Albrecht, Berthold und seine Frau, dabei waren. Haben es ganz gut verstanden, haben so die Telefonnummern ausgetauscht. Und irgendwann hieß es dann, also, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Und ich habe ja damals noch Restaurants gehabt, die Monkeys Restaurants. Und dann bin ich mit meiner Frau wieder nach Hause gefahren. Und dann sagt Berthold Albrecht noch beim Rausgehen, netter Kerl, aber dem kaufe ich keine Kunst ab. Und irgendwann bei einer Ausstellungseröffnung spricht mich Berthold Albrecht an und sagt, sag mal, können wir mal kurz nach draußen gehen? Und dann gingen wir raus und dann raucht er so seine Zigarette und sagt, du, ich krieg so in einem halben Jahr 60 Millionen und ich habe gedacht, die Banken zahlen so schlechte Zinsen, ich gebe die dir mal. Und das fand ich natürlich toll. Habe ich gesagt, wirklich, ja. Habe ich gesagt, ich mache ein Konzept für euch. Dann habe ich für ihn und seine Frau quasi so ein Sammlungskonzept entwickelt. Und dann habe ich eben quasi so die bedeutendsten Bilder des 20. Jahrhunderts in einem Katalog vorgestellt und habe gesagt, das würde ich so machen, das wäre eigentlich ganz spannend. Und habe gesagt, ja, fangen wir an. Und dann ging es ja um diesen Deal, was kann ich verdienen? Und da habe ich mich dann auf diese dämlichen 5% eingelassen. Ich hätte nur Nein sagen müssen. Nein sagen ist übrigens ein großes Thema. Ne? Schwer. Immer wieder schwer. Also habe ich nicht gesagt, nein, ich mache das nicht für 5%, sondern habe gedacht, mache ich für 5% und mal gucken, ob es geht. Gab es so ein Wahnsinnserlebnis. Das erste Bild, direkt so ein Kokoschka, habe ich ein paar Mal schon erzählt. Kostet in der Galerie 1,3 Millionen. Den Händler kannte ich gut in London. Da sagte Helga so, 800 an dich. 500.000 Nachlass. Habe ich ihn angerufen und gesagt, hör mal, wir können ein tolles Bild haben. Und er mochte Kokoschka, weil er in Österreich studiert hatte und auch Kokoschka damals ganz spannend fand. Und dann habe ich es mitgebracht und dann ihm gezeigt und dachte, ich nehme das. Was kostet das? Ja, sage ich, komm, jetzt kommt's. Ich sage zu meinem Buchhalter, was können wir denn jetzt in Rechnung stellen? Sagte er, 40.000. 5% von 800. Das heißt doch scheiße, das Bild hat 1,3 gekostet. Ist ja völlig bescheuert. Ja, sie machen die Preise. Habe ich gesagt, können wir nicht 100.000 draufpacken auf die Rechnung? Wie das denn? Da sage ich, machen wir eine Collage. Was ist das denn? Da sage ich, man kann da aus 800, 900 machen. Muss man da nur am Computer ein bisschen verändern. Habe ich gemacht. Dann habe ich gesagt, so, jetzt sind 5% 45.000. Bei 945.000 stimmt das Ganze. Dann habe ich mich saugut gefühlt. Kein schlechtes Gewissen. Dachte jetzt, habe ich 145.000 Deckungsbeitrag. Dachte ich, das Bild hat ja eh 1,3 in der Galerie gekostet, wird schon teurer werden. Ist auch teurer geworden. Nur ist das Betrug. Ging ganz einfach. Wahnsinn. Ich habe mich irgendwann so
beim 8., 9. Mal relativ schäbig gefühlt. Also wir lernten uns auch näher kennen, wir wuchsen zusammen. Das war dann auch plötzlich so ein Freund. Und dann habe ich gesagt, ich kann mit dem nicht mehr so weitermachen. Dann habe ich irgendwann gesagt, hör mal zu, das war bei einer Skulptur von Tony Craig. Die kostete in der Galerie 800.000. Und Tony wollte die uns, glaube ich, für 400.000 verkaufen. Und ich habe ihn dann mit ins Atelier genommen. Da habe ich Bertolt gesagt, pass auf Bertolt, also 5% geht überhaupt nicht. Zum ersten Mal gesagt. Sagt, was willst du denn verdienen? Ich sagte, naja, gib mir 100. Habe ich 100.000 draufpacken dürfen, aber keine 5% in Rechnung gestellt. War glücklich. Der Richter sagte, Herr Achenbach, damals haben Sie sich vertan. Fehler. Sie hätten 5% in Rechnung stellen dürfen. Frau Albrecht hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mann 100.000 gegeben hätte. Aber das war dann der Schnitt, wo ich dann nicht mehr quasi die Aufschläge gemacht habe. Dann habe ich das mit ihm so ganz, ganz fair gedealt. Hat aber 9 Deals gebraucht, aber am Ende wurde ich für 16 verknackt. Denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er noch die Wahrheit spricht. Wie kommst du an Kunst dran? Also Kunst, man begegnet dem Künstler, man findet den Menschen interessant, man sieht, was er macht. Plötzlich fragst du dich, warum machst du das? Und dann erzählt er und dann bist du ja doch fasziniert. Ich weiß nicht, ob ihr heute beispielsweise schon mit dem Japaner, konntet ihr mit dem Japaner reden? Mit seinen abstrakten Malereien? I am Siva from Japan. I have an account on Instagram. I'm always upload my work in that. So one day, I got a direct mail. We connect a lot. And then I'm in here. My style is abstract style, abstract painting. I want to make vivid art. I usually use acrylic paint and a lot. Sometimes oil pastels. So I like to use vivid color a lot because I gave anyone to be happy. Also ich glaube, dass Kunst eben doch für die Menschen etwas mit Seelenberührung zu tun hat. Als ich das erste Mal reinkam in den Gerichtssaal, die vielen, vielen Kameras sah, die vielen Journalisten, habe ich gedacht, okay, Schauprozess. Und ich wusste, dass diese Form von Karriere zu Ende war, die ich vorher hatte. Ich fühlte mich so ein bisschen wie so ein, ich nenne das jetzt mal, ein alternder Box-Champion, der weiß, heute Abend hast du einen Kampf, es könnte sein, dass du es auf die Fresse kriegst. Schlägst dich dann und irgendwann gibt es eine volle Glocke auf die Nase und dann gehst du K.O. und wachst dann irgendwann auf und denkst, das war es wohl dann schon. Ne? So. Also ich fühlte mich so ein bisschen wie in so einer Arena geführt. Du hörst dann nicht mehr viel und du bist sozusagen voller Adrenalin und vielleicht, ja, ich habe einmal geheult bei dem Geständnis oder Teilgeständnis, aber ich habe es mir ja selbst zugegeben, ich habe es ja selbst vermasselt. Deswegen kann ich das auch so erklären und kann sagen, wichtig ist in dem Falle zu stehen. Und keine Schuld bei anderen zu suchen. Nein, ich hab's selbst verbockt. Und dazu muss ich stehen. Jetzt habe ich irgendwie, das ist jetzt so muss sein. Familie wusste nichts, die fiel in Ohnmacht. Klar. Ich habe das ja niemand erzählt. Der Einzige, der es wusste, nein, das waren doch 3, 4 Mitarbeiter,
die so ein bisschen was mitgekriegt haben, aber niemand aus der Familie. Furchtbar. Für die Kinder war es schrecklich, für die Ex-Frau auch schrecklich. Meine Frau ist ja in die Scheiße hineingeritten worden durch mich, ne, mit allem Wahnsinn. Und ich glaube, dass da auch dann, ich bin natürlich auch fremd gegangen, ne? Hatte so meine Affären, 2, 3, 4 Mal. Und mit diesen Affären, da sind 2 aufgekippt, unglückseligerweise. Und das hat es dann auch nochmal zusätzlich zerschossen. Also insofern ist das alles okay. Also was mir widerfahren ist, ist okay. Ich bin sogar heute so, dass ich denke, ich kann nichts mehr schütteln. Die inspiriert mich doch natürlich mal zu sagen, können wir es mal draufsetzen, aber gleichzeitig hat sie so konstruktive Formen. Ich finde sie im Dialog mit der Natur ganz schön. Also das ist etwas gestalterisch Schönes als Element. Ne? Und ich glaube, die Kunst soll ja auch die Menschen erfreuen, einerseits. Hier zum Beispiel, das finde ich auch eine sehr schöne Arbeit von dem Ernst Hesse, so, die ich mir natürlich 3,50 Meter, 4 Meter hoch vorstellen könnte. Gefängnis ist brutal, herzlos, weil du umgeben bist von Feinden. Du hast die Beamten, das sind Feinde zu 80%. Rechtsorientiert, law and order minded und so weiter. 20% sind okay. Dann hast du Kriminelle, kleine, große Gangster. Bei denen, mit denen ich zusammengesessen habe, würde ich sagen, vielleicht 1, 2 hatten es nicht verdient. Der Rest hat es verdient. Was ich erlebt habe, ist zum Beispiel, dass mich natürlich viele der Gefangenen wie so ein Popstar gesehen haben und ich einigen nach der Entlassung die Hand gereicht habe, so nach dem Motto, ja, wenn ich dir helfen kann, sag mir Bescheid. Und da ist es so, dass leider 90% der Händereichungen von mir durch egoistische Handlungen dieser Knackis, ehemaligen, negativ für mich waren. Das heißt, die Knackis haben keine Ehre. Es gibt nicht dieses alte Gefühl, was man so aus den Filmen kennt. Ne? Da gibt es so eine Ganoven-Ehre. Nein, Scheiße, gibt es nicht. Das sind Verbrecher. Und ich glaube, diese ganze Resozialisierungsüberlegung heute ist für den durchschnittlichen Gangster neppisch. Die kommen alle zurück, viele kommen zurück. Ich war mit Mördern zusammen. Ich habe mit einem Mörder jeden Tag Sport gemacht. Und er hat mich mit seinen kalten Augen angeschaut und ich habe dem versucht, eine Brücke zu bauen. Ich habe gesagt, erzähl doch mal. Ich habe nichts gemacht, war dann seine Argumentation. Und er war der Mörder. Er hat eine Frau mit 60 Messerstichen ermordet. Aber das war zum Beispiel so ein Typ, sagen gut aus, sportlich, alles nett, hat gut gesprochen. Mörder. Ich habe einen anderen Mörder gehabt, der hat sich aufgehängt. Mit dem habe ich ein paar Wochen verbracht, weil ich sportweit war. Die kamen dann alle zu mir hoch in den Sport. War ein Schweinebauer, Schweinezüchter. Der hat seine Frau erschossen, weil sie fremdgegangen ist. Und wurde aber überführt und hat sich aufgehängt. Hat 3 Kinder. Wahnsinn. Dann gab es noch einen anderen Mörder, der hat seine Frau erstochen, auch aus Eifersucht. Das heißt also, Knast war echt eine harte Nummer. Also für mich war das Malen im Knast Therapie. Für mich war das Malen im Knast auch die Möglichkeit, meinen Kindern Geschenke nach Hause zu schicken. Ich habe Gedichte geschrieben, einen Kalender gemalt zum neuen Jahr und habe sozusagen meinen Gefühlen freien Lauf gelassen, habe das an meine Liebsten weitergegeben. Insofern hat das etwas sehr Persönliches. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass bei dem Namen Achenbach plötzlich Interesse vorhanden war. Der malt jetzt auch. Jetzt so sieht, ne? Beispielsweise ist das meine Lieblingsinsel Lanzarote.
mit den Vulkanen. Das habe ich so aus der Erinnerung gemalt. Wenn man das jetzt drehen würde, würde dieser Himmel etwas heller sein. Ist aber gleichzeitig das Meer. Also im Prinzip ist hier meine Lebenstrennungslinie. Das ist die düstere Zeit, das ist die hellere Zeit. Und hier ist quasi ein feuriges Bild. Da brennt's. Aber wenn ich das jetzt sehe, hier oben brennt es noch mehr als da. Und hier unten ist auch wieder die Hoffnung, der Himmel, das Hellere. Ne? Also ich versuche immer so mit diesen zwei Seiten die alte Zeit und die neue Zeit zu reflektieren. Das kannst du aber auch rumdrehen. Das ist sozusagen, bin ich völlig entspannt. Und das ist so ein Erinnerungsbild an Afrika für mich auch hier. Ne? Das Schwarz steht für Trauer, das Rot für Aggression und das Gelb auch eher für positive Energie. Ja, das macht mir Spaß und guck mal, wenn man das so sieht, ist ja nicht so schlecht. Konzept. Das sind Konzeptbilder, ne? Spirit of Freedom heißen die. Erzählen allen von dem Bild der Freiheit. Und das Schöne ist, wenn sie verkauft werden, gibt es ein bisschen Freiheit. Also ich schaffe es damit quasi sogar andere Kunst zu finanzieren, Künstler zu finanzieren. Ist wie so ein Perpetuum mobile. Ist ganz schön. Meine Bilder funktionieren so. Das Ganze hat so unterschiedliche Aspekte. Ich habe da ja nachts im Knast drüber nachdenken können, ne, und habe immer gedacht, Scheiße, was hast du gemacht, du Idiot. Das war erstmal sicher narzisstisch geprägter Egoismus, sicher. Also fehlende Reflexion. Es war auch so ein bisschen vielleicht ein unbewusstes Neidgefühl. Es war eine Überheblichkeit. Ich wusste natürlich, wenn Herr Albrecht beispielsweise bei mir einen Gerhard Richter für 10 Millionen kauft, heute ist dieses Bild vielleicht 60 Millionen wert. Der wird kein Geld daran verlieren, sondern der wird eh nur verdienen. Und dieses Gefühl, ich bin der Zampano, ließ mich sozusagen auch die Bedenken wegpacken. Heute versuche ich, diese radikale Wahrheit zu leben, was mir auch nicht immer leicht fällt. Ne? Aber ich versuche das. Ich möchte meiner Freundin gegenüber treu bleiben. Ist auch nicht einfach, aber heute funktioniert das. Aber es ist natürlich auch hart. Ne? Ich meine, noch einmal, das ist eine harte Nummer. Und ich habe jetzt sehr viel Respekt für meine Freundin, die zu mir steht und sagt, hey, du hast zwar das gemacht, 20 Millionen Schulden und du bist nicht die große Nummer, aber ich liebe dich, so wie du bist. Und das ist für mich eine unglaubliche Chance. Ich möchte einfach dieses Integritätsthema bis zu meinem Tode leben und möchte es auch gerne weitergeben. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir alle begreifen, dass wir miteinander ehrlich umgehen müssen. Und wir haben, also ich jetzt als Älterer, der gebeutelt und gedemütigt und wirklich von oben bis auf den Boden runtergeklatscht ist, der nochmal die Kraft hat, loszumarschieren, mit allen Schwierigkeiten, der kann einem jungen Menschen nur eines mitgeben. Es lohnt sich, gerade zu sein. Was ganz toll ist, ist dieser Mensch, der Günther Wallraff. Ne? Günther Wallraff ist für mich so eine kritische Begleitung. Ein bisschen so Spiegel. Hält mir immer mal die Fratze auch ins Gesicht. Ein Spiegel. Ah, da bin ich ja wieder. Schön aufpassen, Helge, nicht abheben. Da gibt es auch eine Seelenverwandtschaft an einer bestimmten Stelle und so. Ne? Ist ganz spannend.
Mein Ziel ist es, mit der Kunst und mit Künstlern Projekte zu machen, die für Gesellschaft, für Natur, ja, für uns alle eine Bedeutung bekommen und auch eine wertvolle Stütze sind. Und die uns auch helfen. Die Kunst kann auch dann wirklich für Hilfestellung geben. Und für andere auch da zu sein, denen, wenn sie schwächer sind, zu helfen und so Aspekte wie Neid und Gier einfach mal auszuschließen. Und ich glaube, dass es wichtig ist für mich auch, dass ich durch meine heutige Situation jungen Menschen auch mal erklären kann, wie schnell man aus einer Erfolgsbahn geschossen wird, wenn man nicht wahrhaft ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin so angekommen, ne? Ich habe auch keine Angst, bin ohne Angst, fearless. Weil, ne, ich habe ja alles erlebt. Aus dem Himmel in die Hölle und wieder zurück. Auf die Erde. Der dicke Achenbach, so früher. Ja, der Mächtige. Ich habe ja dieses Buch gemacht, 2 Jahre vor meiner Verhaftung. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, zufälligerweise. Wo ich da so böse grimmig gucke, von Sammeln und Jagen. Das war Helge at its best. Winterkorn, Freund, Volkswagen, große Projekte, alles toll. Und heute ist der Helge hier, in der Baumschule, in dieser Halle mit euch. Wir sprechen über Freiheit, über Gesellschaft, über Natur, Verantwortung. Ich fühle mich wohl. Schön ist das, wieder da zu sein. Im wahren Leben. Da, wo es eigentlich ist. Das ist so schön.